Ulrich Schnabel ist seit 30 Jahren Wissenschaftsredakteur der Zeit hier in Hamburg. Er ist Autor und Redner. Seine Bücher Muße und Zuversicht waren Bestseller. Zuletzt erschien von ihm das Buch Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen, 2022. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Und seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Jetzt gebe ich ab an Ulrich Schnabel und freue mich. Ja, hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank, Frau Stratmann, für die Einführung. Schönen guten Abend, Sie alle am Bildschirm. Freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich deshalb wirklich sehr, weil dieser Netzwerkgedanke, den das Netzwerk Ethik seit 10 Jahren transportiert, das ist eigentlich genau die Idee, die auch mich umtreibt, von der ich das Gefühl habe, das ist das, was wir unbedingt stärken müssen. Und deshalb habe ich sehr gerne zugesagt, hier teilzunehmen. Und ich freue mich auch vor allem auf die Diskussion hinterher, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn darum geht es ja im Netzwerken sozusagen. Kleine Vorbemerkung, wenn ich jetzt von sozialer Intelligenz spreche, dann geht es mir nicht darum, dass wir einfach alle ein bisschen netter zueinander sind oder dass wir ein bisschen besser kooperieren oder dass wir so ein kuhwarmes Gemeinschaftsgefühl miteinander pflegen. Darum geht es mir nicht, sondern mein Anliegen ist eigentlich, Ihnen zu vermitteln, dass wir in der Regel ein sehr falsches Bild von uns als Person und von unseren Einflussmöglichkeiten in der Welt haben. Ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht und Sie sehen ja hier zwei Fische, einen großen und so einen kleinen Fischschwarm. Und in der Regel fühlen wir uns alle wie dieser kleine Fisch hier in der Mitte, so ein unbedeutendes, kleines Wesen im großen Ganzen, das eigentlich nicht wirklich viel zu sagen oder beizutragen hat und höchstens mitschwimmen kann. Und ich möchte Ihnen im Verlauf der nächsten 45 Minuten zeigen, dass dieses Bild ziemlich falsch ist und dass wir tatsächlich mehr Einfluss haben und dass es auch auf diesen kleinen Fisch durchaus ankommen kann. So, damit geht es jetzt wirklich los und wir starten mit den Aufwärmfragen und zum ersten mit der Frage, wie motiviert man Menschen am besten zum Energiesparen? Dazu wurde vor einiger Zeit ein ziemlich interessantes Experiment durchgeführt in den USA. Und man hat vier große Gruppen gebildet von Menschen und man wollte die alle zum Energiesparen animieren und hat verschiedene Strategien erprobt. Und die erste Gruppe, denen wurde sehr ausführlich erklärt, wie viel Geld sie mit jeder eingesparten Kilowattstunde Strom einsparen können. Also wurde vor allem auf den finanziellen Aspekt abgehoben. Der zweiten Gruppe hat man einen so richtig schönen amerikanischen Motivationsvortrag darüber gehalten, dass man mit dem Energiesparen die Umwelt schützen kann. Der dritten Gruppe, da wurde vor allem an ihr Gewissen gegenüber der nächsten Generation appelliert. Also man hat ihnen erklärt, dass die Energieressourcen begrenzt sind und dass wir Energie sparen müssen, damit auch die nächsten Generationen noch Energie zur Verfügung haben. Und bei der vierten Gruppe, da hat man nur sehr lapidar gesagt, also ihre Nachbarn machen es auch schon alle. Jetzt ist die Frage, was glauben Sie, welche dieser vier Gruppen hat am Ende dieses Experiments, das lief dann über mehrere Wochen, ich glaube 2 Monate oder so ging das, nach dieser Zeit, welche der Gruppen hat am meisten Energie gespart? Und die Antwort lautet die vierte Gruppe, die sozusagen einfach dem gefolgt ist, von dem sie das Gefühl hatte, das macht die Mehrheit. Denn wenn sie zum Beispiel sehen, dass ihre Nachbarn anfangen, alle Solarpaneele auf ihrem Dach zu installieren, dann wollen sie irgendwann nicht mehr hinten anstehen, dann wollen sie kein Außenseiter sein, dann machen sie automatisch mit. Das Interessante ist allerdings, wenn man die Leute dann fragt, warum haben sie das gemacht? Dann sagen die nicht etwa, ja, weil meine Nachbarn das auch alle machen, sondern dann sagen die, ja, wissen Sie, das spart Geld und das schützt die Umwelt und außerdem haben wir eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation und solche Argumente. Kaum jemand sagt, ich habe es gemacht, weil es die anderen tun. Und tatsächlich aber ist es das, was häufig das Handeln motiviert. Zweite Frage, was macht uns wirklich glücklich?
Und mit Glück meine ich jetzt hier nicht die kurzfristige Euphorie, die mit einem Lottogewinn verbunden ist, sondern ich meine eher das grundlegende Gefühl, dass man mit dem Leben insgesamt glücklich und zufrieden ist, also Lebenszufriedenheit. Ich habe Ihnen hier mal eine Wortwolke mit verschiedenen Begriffen mitgebracht, die in unserer Gesellschaft mehr oder weniger wichtig sind. Wohlstand zum Beispiel, Sicherheit, Beziehungen, Arbeit, Erfolg, Gesundheit, hochkant steht noch Freiheit, Wissen, Religion, Geld, Fantasie und so weiter. Überlegen Sie mal, was glauben Sie, welche dieser Begriffe sind besonders wichtig? Und während Sie noch überlegen, kann ich Ihnen verraten, dass es eine wissenschaftliche Antwort auf diese Frage gibt. Es gibt nämlich eine Studie in Harvard, die Study of Adult Development, die läuft seit 80 Jahren und untersucht Tausende von Menschen, die Auskunft geben über alle Aspekte ihres Lebens, wie viel sie verdienen, wie erfolgreich sie sind, in was für einem Haus sie wohnen, wie viel Besitz sie haben und so weiter und so weiter und natürlich auch, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Und diese Studie kam zum Ergebnis, dass es genau zwei Faktoren gibt, die besonders wichtig sind. Natürlich sind alle irgendwie wichtig, aber zwei stechen heraus. Das waren die zwei, die sich als entscheidend für die Zufriedenheit herausgestellt haben. Und was glauben Sie, welche zwei das sind? Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Diese beiden, Gesundheit und Beziehungen. Gesundheit ist offensichtlich, es gibt ja den schönen Satz von Schopenhauer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Beziehungen ist schon interessanter. Mit Beziehungen sind hier übrigens nicht unbedingt nur Liebesbeziehungen gemeint, sondern eigentlich alle Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben. Also zu unserer Familie, zu Freunden, zu Arbeitskolleginnen, Bekannten, Nachbarn und so weiter. Dieses ganze soziale Geflecht, das uns umgibt. Und die Frage, ob wir gute oder schlechte Beziehungen aufrechterhalten zu den Menschen um uns herum, die erweist sich als entscheidend für die Lebenszufriedenheit. Und all die anderen Dinge, also Geld, Wohlstand, Besitz und so weiter, die sind vor allem deshalb interessant, weil wir erhoffen, dass sie uns zu guten Beziehungen helfen. Also wenn ich erfolgreich bin, dann denke ich, ich werde anerkannt und geliebt. Oder wenn ich viel Geld habe. Ja. Wenn ich aber mit meinem Geld und meinem Erfolg einsam zu Hause sitze, ohne Beziehungen, dann nützt mir das relativ wenig. Dritte Frage, was ist das Geheimnis des Homo sapiens? Oder anders gefragt, warum haben ausgerechnet wir überlebt? Sie sehen hier einen Auszug des menschlichen Stammbaums. Und normalerweise wird die Entwicklungsgeschichte des Homo sapiens ja so dargestellt, dass es alle möglichen Vorformen gab und am Ende ist der Mensch, der Homo sapiens, so wie wir ihn heute kennen, die als Krone der Schöpfung daraus hervorgegangen, sozusagen als Sieger der Evolution. Wenn Sie sich jetzt mal diese Grafik genauer ansehen und zum Beispiel die Zeit vor etwa 300.000 Jahren betrachten, also der dritte Strich von oben gesehen, und dann gehen Sie mal waagrecht rüber, dann stellen Sie fest, dass in dieser Zeitspanne zwischen vor 300 bis 200.000 Jahren, da gab es mehrere verschiedene Homo sapiens Vertreter, die gleichzeitig auf der Erde gelebt haben. Ich habe Ihnen hier mal eine Ahnengalerie mitgebracht. Also da gab es den Homo erectus, den Homo floresiensis, den Denisova-Menschen und so weiter und so weiter. Und der Homo sapiens war eigentlich nur einer unter vielen verschiedenen Vertretern. Und jetzt ist die Frage, warum hat ausgerechnet diese Spezies am Ende das Rennen gemacht? Kleiner Spoiler, es liegt nicht an der Frisur, auch wenn das hier vielleicht so aussehen könnte. Interessant ist, dass es zu dieser Zeit, das war das Ende des Eiszeitalters, da gab es einen großen Klimawandel. Da gingen die Temperaturen innerhalb von 10.000 Jahren ziemlich rauf und runter. Also natürlich in einem größeren Zeitraum als heute, aber trotzdem für die damaligen Jäger- und Sammlergruppen war das eine enorme Herausforderung. Man musste sich an diese veränderten Umwelt- und Klimabedingungen anpassen. Und das haben die anderen Gruppen offenbar nicht so gut geschafft. Und das ist deshalb besonders erstaunlich, weil
die Forschung heute weiß, dass die eigentlich in vielen Faktoren uns sehr ähnlich waren. Also von der Körpergröße und der Körperkraft gab es keine großen Unterschiede. Auch vom Verhalten gab es keine großen Unterschiede. Auch die anderen Vertreter nutzten Werkzeuge. Auch die hatten Sprache. Das heißt, an diesen Dingen kann es eigentlich nicht gelegen haben. Was war es also? Natürlich, wenn so ein Vorgang so weit zurückliegt, hat man nie eine eindeutige Antwort. Aber alles, was die Wissenschaft bisher weiß, deutet darauf hin, dass der einzige wichtige Unterschied darin bestand, dass Homo sapiens größere Gruppen bilden konnte. Das weiß man aus Funden, dass die Gemeinschaften des Homo sapiens, die waren größer. Offenbar konnten die größere Sozialverbände aufrechterhalten. Sie konnten größere soziale Netzwerke bilden. Und das scheint der zentrale Überlebensfaktor in dieser Zeit gewesen zu sein. Es gibt übrigens auch Simulationsexperimente von Forschern, die sozusagen die Evolution im Computer simulieren. Und auch da zeigt sich, wenn es äußeren Druck, also Klimawandel, Umweltbedingungen verändern sich, gibt, dann sind diejenigen Gruppen, die gut miteinander kommunizieren, also so dieses soziale Miteinander, das ist dann der entscheidende Faktor, von dem es abhängt. Also die Größe der sozialen Gruppe und die Fähigkeit zum Zusammenhalt. Und das ist auch deshalb relativ einsichtig, weil wenn Sie ein größeres Netzwerk haben, eine größere Gruppe, dann haben Sie auch einen größeren Genpool. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, schneller sich anzupassen. Und Sie haben auch sozusagen, wenn Sie entfernte Verwandte haben, das ist wie so eine Art Versicherung, wenn es bei Ihnen in Ihrer Gegend, wenn da die Umweltbedingungen zu harsch werden, dann können Sie möglicherweise zu anderen entfernten, bekannten Verwandten gehen, die Ihnen dann helfen. Also das ist sozusagen die erste Art der Versicherung. Das heißt, je größer das Netzwerk, umso höher die Überlebenschance. So, das war das Aufwärmen. Und warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil all diese drei Dinge, die Evolutionsgeschichte, die Frage, was uns glücklich macht und die ansteckende Wirkung des Energiesparens, die haben einen gemeinsamen Nenner. Sie zeigen, dass wir Menschen im Kern Beziehungswesen sind. Und nichts ist für unser Leben, unser Glück und unsere Leistungsfähigkeit so wichtig wie die Beziehung zu anderen Menschen. Das beginnt schon ganz früh, schon am Anfang des Lebens, schon von klein auf. Wir orientieren uns an dem, was andere tun. Ja, wir ahmen sie nach, wir machen das ganz automatisch, muss man uns gar nicht sagen. Wir wachsen in ein Beziehungsgeflecht, in eine bestimmte Kultur hinein. Wir übernehmen automatisch die Verhaltensweisen aus dieser Kultur. Wir entwickeln uns auch nicht nur im Austausch, sondern auch in der Auseinandersetzung mit anderen. Ja, also das heißt ja nicht immer, dass das harmonisch sein muss. Also mit den Eltern hat man ja auch Kämpfe und Widerstände und so. Aber das ist immer im Austausch mit deren Ideen und Vorstellungen. Wir wachsen daran. Wir bilden unseren eigenen Charakter im Austausch mit anderen. Es gibt ja so Beispiele, Kaspar Hauser oder sowas. Also Kinder, die ganz alleine ohne Beziehung aufwachsen, die verkümmern geistig völlig. Also die können ihr Wesen nicht entwickeln, wenn sie sich nicht mit anderen austauschen können. Und das gilt bis ins hohe Alter. Und man kann sagen, die größte Stärke des Homo sapiens ist es, diese Art von Kooperation nicht nur im engeren Umfeld zu haben, sondern über sehr weite Distanzen. Heute geht das über die ganze Welt. Wir arbeiten mit Menschen am anderen Ende der Welt zusammen, die wir vielleicht noch nie getroffen haben, der digital ist. Und alle Dinge, mit denen wir uns umgeben, also die angefangen von der Kleidung bis zum Tee, den wir vielleicht gerade nebenher trinken, haben wir in der Regel nicht selbst hergestellt, sondern das ist von der Arbeit anderer Menschen, die wir vielleicht nie getroffen haben, die wir vielleicht auch gar nicht mögen würden, ja, die vielleicht ganz andere Vorstellungen haben. Und trotzdem haben wir es geschafft, eine Art von Kooperation aufzubauen, die also über ganze Erdteile geht und die uns erlaubt, das Leben zu führen, was wir führen. Das heißt, man kann auch sagen, wir leben vor allem im Austausch, so ein bisschen wie diese beiden Trapezspringer. Ja? Also wir brauchen die anderen Menschen, um uns aufzufangen, wenn es uns mal schlecht geht. Und manchmal sind wir diejenigen, die die anderen auffangen. Ja? Also wir sind permanent im Austausch. Und wenn Sie jetzt nicht so richtig verstehen, was meint er denn mit Austausch, dann versuchen Sie nur mal
5 Minuten die Luft anzuhalten. Sie werden sehr schnell merken, wie sehr Sie mit der Luft im Austausch leben müssen. Ja, wir müssen permanent Luftmoleküle rein, tauschen die Luft aus, andere Luftmoleküle gehen rein. Dasselbe ist mit Nahrung, mit Flüssigkeit, auch die müssen wir permanent austauschen. Und genauso ist es mit Ideen, Gedanken, Gefühlen, auch die müssen wir permanent austauschen. Wir sind also gar nicht so festgefügte, abgeschlossene Wesen, sondern wir sind sozusagen offene Regelkreise, die permanent Dinge reinnehmen, ersetzen, andere Dinge rausgeben, die anderen beeinflussen. Also wir leben wirklich absolut im Austausch. Und nun könnte man sagen, naja, das ist doch banal, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, aber man stellt fest, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, die ein ganz anderes Narrativ, eine andere Grunderzählung, ein anderes Bild vom Menschen propagiert. Und zwar ist das diese ganz starke Fokussierung auf individuelle Einzigartigkeit, auf individuelle Freiheit. Also wir fokussieren vor allem auf individuelle Freiheit und weniger auf Verbundenheit. Und wir verstehen uns eben nicht so sehr als Teil eines Netzwerks, sondern eher als solitäre, eigenständig, unabhängig. Und wie es in diesem bekannten Spruch heißt, jede ist ihres eigenen Glückes Schmied. Ja, man muss nach sich selbst gucken. Und wenn Sie Umfragen machen in der Bevölkerung, dann sagen etwa 80%, die meisten Menschen sind egoistisch und schauen nur nach sich selbst. Und deswegen muss ich auch nach mir selbst schauen. Gleichzeitig, wenn man Sie dann fragt, wie ist es denn bei Ihnen, wie wichtig ist Ihnen das Gemeinschaftsgefühl, dann sagen 80% ebenfalls, ja, mir persönlich ist das Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig, aber den anderen ja nicht. Da gibt es also eine totale Diskrepanz. Das heißt, wir glauben, wir sind von lauter Egoisten umgeben. Dabei sind wir selbst eher, wie soll ich sagen, so wir Menschen, wir lieben das Wir-Gefühl, und aber dadurch, dass wir glauben, wir seien von lauter Egoisten umgeben, verhalten wir uns natürlich auch entsprechend. Und das ist sehr tief in unserer Kultur verankert, denn auch in unzähligen Filmen, Büchern, Zeitungsartikeln wird immer wieder auf den einzelnen Helden abgehoben. Ja, James Bond hier im Alleingang die Welt retten, das ist so das Modell, das in ganz vielen Filmen, das ist das Narrativ, das in ganz vielen Filmen erzählt wird. Der Nobelpreis, der zeichnet drei außergewöhnliche Wissenschaftler aus. Ja, so die wissenschaftlichen Helden dabei stecken hinter wissenschaftlichen Arbeiten heute zum Teil Teams von Tausenden von Leuten. Also eigentlich müsste man die Teamarbeit auszeichnen, aber wir haben immer noch das alte Bild, den einzelnen Helden auszuzeichnen. Und deswegen suchen wir dann so die zwei, drei Leute, die wir auszeichnen können. Das steckt also sehr tief in uns drin. Ebenfalls gibt es diese ganzen Ratgeber, die die Selbstoptimierung lehren, wie man also individuell mehr Stärke, Kraft, Gelassenheit oder was auch immer aufbauen kann. Ganz so, als seien diese Eigenschaften alle völlig unabhängig vom sozialen Umfeld. Und das sind sie eben nicht. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil, weshalb viele Dinge ansteckend sind. Denn wir sind zwar natürlich alle individuell, wir sind unterschiedlich, wir sind einzigartig, völlig klar. Aber zugleich sind wir eben auch Beziehungswesen. Wir sind, wenn man so will, Gemeinschaftsindividuen. Und was das bedeutet, das möchte ich Ihnen an einem schönen Beispiel verdeutlichen, nämlich am Beispiel der Mammutbäume. Die Mammutbäume sind ja die größten Baumriesen, die wir kennen. Ja, die können über 100 Meter hoch und tausende von Jahren alt werden. Also das sind wirkliche Helden in der Baumwelt, wenn man so möchte. Und man würde jetzt annehmen, dass diese Baumriesen enorm tiefe Wurzeln haben, um stabil stehen zu können und tausende von Jahren überstehen zu können. Wenn man sich das näher anguckt, stellt man erstaunt fest, das sind Flachwurzler. Ihre Wurzeln gehen nur etwa einen Meter in die Tiefe und man fragt sich sofort, wie um alles in der Welt schaffen die es, dann stabil zu stehen. Und die haben folgenden Trick. Sie breiten nämlich unter der Erde ihre Wurzeln aus und strecken die sozusagen so lange aus, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume finden. Und dann verbinden sie ihr Wurzelwerk miteinander. Das heißt, die haken sich sozusagen gegenseitig unter.
und bilden so ein riesiges unterirdisches Netzwerk. Und das macht ihre Stabilität aus. Und schon kleine Mammutbäume werden also in dieses Netzwerk aufgenommen und so stabilisiert. Und was man da lernen kann, ist eben zweierlei. Das heißt, um wirklich individuell groß zu werden, darf man nicht nur nach sich selbst gucken, sondern muss sich mit anderen verbinden. Ja? Und das Zweite ist, wenn man sich so als Teil eines Netzwerkes begreift, dann macht das letztlich alle stärker, was wiederum einem selbst zugutekommt. Und man kann das im Prinzip auf die Formel bringen, der kluge Egoist denkt gemeinsinnig, weil er weiß, dass das Netzwerk letztendlich auch ihm hilft. Ja, wenn ich dem Netzwerk etwas gebe, bekomme ich viel mehr vom Netzwerk zurück. Ja, und dieses Ich bin nur meines eigenen Glückes Schmied, das ist extrem kurzsichtig. Ja, es ist viel besser, gemeinsam mit den anderen das Glück zu schmieden. Und deshalb, weil das so ist und weil wir Menschen de facto wie so ein Baumnetzwerk unbewusst verbunden sind, das sind wir nämlich, ja, auch wenn wir uns das gar nicht oft bewusst machen, aber de facto sind wir auf unterschwellige Weise sehr eng mit anderen verbunden und deshalb sind viele Dinge regelrecht ansteckend. Also die Psychologie spricht von der emotionalen Ansteckung und ich möchte Ihnen das jetzt gleich mal mit einem Foto demonstrieren. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, auf dem sehen Sie das Gesicht von nur einer Person. Und Sie sehen von einer zweiten Person nur die Hände. Sie sehen also nicht das Gesicht der zweiten Person. Aber ich garantiere Ihnen, Sie wissen sofort, welchen Gesichtsausdruck diese zweite Person hat. Klingt komplizierter, als es ist. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Ja? Sie wissen sofort, dass die Person, die sozusagen zu diesen Händen gehört, dass die genauso lächelt, dass die ihr Kind anlächelt. Es ist ein Bild meiner ältesten Tochter, als sie sehr klein war. Und typische Eltern-Kind-Situation, ja, man lächelt das Kind an, das Kind lächelt zurück, das freut einen wiederum, man lächelt zurück und so weiter. Und das ist so ein richtiger Zirkel der Freude, der da entsteht. Und das ist jetzt nicht nur meine eigene Wortschöpfung, das ist ein wissenschaftlicher Begriff aus der Entwicklungspsychologie. Und Forscher haben gemessen, dass zum Beispiel zwischen Mutter und Kind in guten Beziehungen in den ersten 6 Monaten 30.000 solcher Freudenzirkel stattfinden. Also etwa 150 Mal am Tag findet so dieses, ich lächle die Mama an, die lächelt die Mama zurück und so weiter. 150 Mal am Tag gibt es so einen Zirkel der Freude und ich finde schon allein diese Vorstellung kann einem gute Laune machen. Und diese Art von gegenseitiger Ansteckung, die gibt es nicht nur beim Lächeln, die gibt es auch bei vielen anderen Emotionen. Ja, es gibt Studien, die zeigen, wenn Sie lange mit einer depressiven Person zusammenleben, dann steigt ihr Risiko, selbst depressiv zu werden. Ja, das heißt nicht, dass sie depressiv werden, aber statistisch steigt das Risiko. Wenn Sie mit gelassenen Menschen zusammenleben, dann werden Sie automatisch selbst etwas gelassener. Wenn Sie mit ganz vielen hektischen, gestressten Menschen zusammenleben, dann werden Sie automatisch auch selbst gestresster und hektischer und so weiter. Und es gibt eine Studie, die das sogar mal wissenschaftlich quantifiziert hat. Die hat einen ganzen Stadtteil in der Nähe von Boston, den Stadtteil Framingham, untersucht. Das ist die berühmte Framingham-Herzstudie. Die wurde eigentlich gestartet, um die Ursachen von Herzkrankheiten zu entschlüsseln. Und auch da wurden, wie in dieser Harvard-Studie, Tausende von Menschen rekrutiert, die Auskunft über ihren Lebenswandel und ihre gesundheitlichen Verhaltensweisen gegeben haben und wie sie sich ernähren und alles Mögliche. Und man wollte sozusagen daraus destillieren, was fördert Herzinfarkt und was nicht. Ein unheimlicher Datenschatz, den man da im Lauf von 70 Jahren gesammelt hat. Und irgendwann haben Forscher gemerkt, man kann ja auch mal nach anderen Faktoren gucken, nicht nur nach Herzinfarkt, sondern zum Beispiel, wie glücklich diese Menschen sind oder wie zufrieden sie sind. Und es stellte sich heraus, dass es da so richtige Glücksnetzwerke gibt. Hier, Sie müssen das jetzt nicht im Einzelnen sehen, aber schauen Sie mal, hier in der Mitte sehen Sie, also ich selbst, und dann sehen Sie diese großen Kugeln, da ist ganz unten der
in der Nähe lebende Freunde. Das ist, und die Größe dieser Kugeln geben sozusagen den Einfluss, den diese auf sie haben. Ja? Und Sie sehen, das geht so über drei Stufen hinweg. Also wenn Sie so einer Linie folgen, dann haben Sie erst eine große Kugel. Das ist also der nächste in der Nähe lebende Freund, hat einen sehr großen Einfluss auf Sie. Dann der Nachbar des Freundes hat auch nochmal einen gewissen Einfluss, wenn auch sehr viel kleiner. Und dessen Freunde wiederum haben auch wieder einen Einfluss auf Sie. Das heißt, Sie werden über drei Stufen von Menschen beeinflusst, die Sie zum Teil gar nicht kennen. Und das lässt sich sogar quantifizieren. Also der nächste Freund, der trägt 15% zu Ihrem Glück bei und der zweitnächste 10% und der in der dritten Reihe immer noch 6%. Und das Interessante ist, dass das natürlich auch umgekehrt gilt. Auch Sie beeinflussen die Menschen, mit denen Sie zusammen sind, quasi über mehrere Stufen hinweg. Natürlich beeinflussen Sie am stärksten die Menschen, mit denen Sie täglich zusammenleben, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen, aber auch deren Arbeitskollegen und Freunde und so weiter. Also das wissen Sie, man erlebt das manchmal, wenn man einen heftigen Streit mit jemand hat, ja, und völlig genervt aus dem Haus geht morgens, dann trägt man diese schlechte Laune ins Büro und dann muss nur ein Kollege irgendwie mit ein bisschen ungeschickt einem begegnen und schon kriegt er die Wut ab und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, ist selber wütend und pflaumt den Nächsten an. Das pflanzt sich regelrecht fort und umgekehrt natürlich auch mit guter Laune. Auch das pflanzt sich fort, ja. Und Sie können sogar berechnen, also wenn Sie jetzt annehmen, wenn wir mal annehmen, Sie treffen 100 Menschen in einer Woche und Sie beeinflussen nicht nur diese, sondern über drei Stufen hinweg noch deren Freunde und Bekannte, dann sind das 100 hoch 3, das sind 10 hoch 6, das ist 1 Million Menschen, die Sie rein rechnerisch beeinflussen können. Natürlich schwächt sich dieser Einfluss ab und so weiter. Jedenfalls zeigt diese Studie, wie sehr wir uns alle gegenseitig beeinflussen. Und das gilt nicht nur für unser Glücksgefühl, sondern auch für Gesundheitsverhalten zum Beispiel. Auch das zeigt diese Studie. Ich könnte da jetzt lange drüber reden, will Sie nicht langweilen mit so wissenschaftlichen Details. Ich will nur noch die Schlussfolgerung dieser Studie zitieren. Die sagt nämlich, Glück und Gesundheit sind keine individuellen, sondern kollektive Phänomene. Und das finde ich eigentlich ein Hammersatz, ja, sich klarzumachen, dass meine Gesundheit und mein Glück eben nicht nur von meinem eigenen Verhalten abhängt, sondern auch von dem Verhalten der Menschen um mich herum. Wenn ich von lauter starken Rauchern umgeben bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich selbst rauche und so weiter. Wenn alle um mich herum Sport machen und sich gesund ernähren, dann wird auch das mich automatisch beeinflussen. Und wenn man das weiß, dann guckt man anders auf die Welt, dann denkt man nicht immer, ich müsste alles alleine schaffen, sondern dann guckt man eher auch auf das Umfeld, in dem man sich bewegt und stellt vielleicht fest, vielleicht liegt es auch mit am Umfeld, vielleicht muss ich mal ein bisschen mich von manchen Leuten eher fernhalten oder mit anderen Leuten mehr verbinden. Ja, dasselbe hat übrigens auch die Medizin entdeckt, dass dieses Gefühl sozialer Zugehörigkeit auch einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Also das ist jetzt nicht so, dass gesunde Menschen uns besonders gesund machen, sondern die Frage, ob ich in einem sozialen Umfeld mich wohlfühle und aufgehoben fühle, auch das hat einen ganz starken Einfluss auf unsere Gesundheit. Da gibt es mittlerweile jede Menge Studien darüber. Ich will da nur so ein paar Ergebnisse schlaglichtartig rausziehen. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie seien gut eingebunden. Ja, das heißt, gut eingebunden heißt jetzt nicht, Sie haben 1000 Facebook-Freunde, ja, oder möglichst viele Menschen, die Sie kennen, sondern gut eingebunden heißt, ich habe ein paar gute Freunde und ich habe auch Leute, die ich im Notfall nachts um 4 anrufen könnte. Vielleicht nicht nur 1, sogar 2 oder 3. Ja, und das ist ein subjektives Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich sozial gut eingebunden, dann hat das diese Effekte, die ich jetzt zitiere. Also sie sind weniger anfällig für Infektionen, Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wenn sie krank sind oder Operationen haben, dann verbessert das die Heilungschancen.
Ja, wenn Sie besucht werden nach einer Operation, ist das ein anderer Effekt, wie wenn Sie ganz allein in Ihrem Zimmer liegen. Es reduziert sogar das Sterblichkeitsrisiko stärker als Sport oder Gewichtskontrolle. Also wenn Sie keine Diät machen wollen und auch ein Sportmuffel sind, dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass Sie viele Freunde haben, denn damit können Sie diesen Effekt sozusagen aufwiegen. Das heißt, die Studien zeigen statistisch gesehen, dass ein gutes soziales Umfeld so wirkungsvoll ist, wie wenn ein starker Raucher aufhört zu rauchen. Und es hilft vor allem, Stress- und Krisensituationen besser zu bewältigen. Und eigentlich müsste man in unserem Medizinsystem Zuwendung als hocheffizientes Therapeutikum verschreiben. Ja? Das wissen auch gute Hausärzte, wissen das, dass das Gespräch im Sprechzimmer, die Zugewandtheit, die ist enorm wichtig. Nicht nur die Pillen, die man verschreibt, sondern auch, wie man dem Patienten begegnet. Das Problem ist nur, dass das in unserem schulmedizinischen System kaum honoriert wird. Ja, da wird das honoriert, wenn Sie möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit durchschleusen. Und dieses Gespräch wird kaum honoriert. Und das ist ein Riesenproblem in unserem Medizinsystem. Und kann man nur hoffen, dass solche Studien helfen, dass sich das irgendwann ändert. Manche machen das, klar, viele Ärzte wissen das auch, aber es ist noch nicht im System angekommen. Und umgekehrt macht Einsamkeit, macht regelrecht krank, auch das wissen wir aus vielen Studien, ja, erhöht das Herzinfarktrisiko, Risiko für Demenz und so weiter. Es gab da kürzlich mal eine Studie, da wurden Altersheimbewohner untersucht. Und es wurde ihr Gesundheitszustand gemessen und es wurde geguckt, wie oft bekommen die Besuche oder wie oft werden sie angerufen. Und es zeigte sich eine klare Korrelation, wer häufiger besucht oder angerufen wurde, dem ging es gesundheitlich besser als diejenigen, die sich einsam und isoliert fühlen. Und das wird eigentlich logisch, verständlich, wenn man weiß, dass wir Menschen Beziehungswesen sind, dass wir im Austausch leben, dann ist völlig klar, dass dieses Gefühl von anderen noch irgendwie gebraucht zu sein, für andere wichtig zu sein, von anderen gefragt zu sein, das ist für uns lebensnotwendig. Und wenn das wegfällt, weil wir alleine im Altersheim sitzen oder in Einzelhaft, deshalb ist Einzelhaft ja auch so eine dramatische Strafe, das ist für Menschen extrem schwer auszuhalten. So, an dieser Stelle muss ich eine kleine Fußnote einführen oder einfügen. Einsamkeit ist nicht dasselbe wie Alleinsein. Ja, Alleinsein in diesem Wort allein steckt ja all ein, also eins mit dem All zu sein. Das heißt, ich kann allein sein und mich sehr aufgehoben fühlen im großen Ganzen. Ja. Allein heißt nicht unbedingt automatisch einsam zu sein. Ja. Und ich würde sogar sagen, diese Phasen des Alleinseins sind auch absolut wichtig für uns, ja, gerade weil wir so Gemeinschaftswesen sind, gerade weil der Austausch mit anderen so wichtig ist, ist es genauso wichtig, sich mal zurückzuziehen und nicht immer nur zu reagieren, also nicht immer nur das zu tun, was vielleicht die anderen wollen, sondern wirklich sich mal zurückzunehmen, den eigenen Kompass auszurichten, mal zu sich selbst zurückzukommen. Eine andere Art von Beziehung zu pflegen, eine Beziehung zur Natur zum Beispiel, ja, oder zu anderen Resonanzquellen. Es gibt ja von Hartmut Rosa den schönen Begriff der Resonanz, bei dem man das Gefühl hat, da antwortet mir etwas. Und das kann man auch alleine in den Bergen oder am Meer haben. Also ich habe es zum Beispiel in den Bergen sehr stark, dieses Gefühl, ich fühle mich da aufgehoben. Andere, die zieht es jeden Sommer ans Meer, weil sie am Meer so ein Resonanzgefühl haben. Und ich glaube, das ist absolut wichtig, um unsere Batterien aufzuladen. Ja, auch Meditation ist natürlich so ein Rückzug, ein bewusster Rückzug, um sich mit was Größerem in Verbindung zu setzen. Ja, und ich glaube, diese Art von Alleinsein, die ist sehr hilfreich und gesund für uns. Die Einsamkeit hingegen, die ist ja häufig nicht selbst gewählt, die ist ja nicht bewusst gesucht, sondern die widerfährt uns und meistens wissen wir auch nicht, wie lange sie andauert. Und das ist ein völlig anderer Zustand als dieses bewusst gewählte Alleinsein. Also Alleinsein, ja, Einsamkeit ist nicht gut für uns.
Und für mich ist das so ein bisschen wie Ein- und Ausatmen. Ja? Um gut leben zu können, brauchen wir beides, die Zeiten des Alleinseins genauso wie die Zeiten des Austausches. Denn jetzt kommen wir zum dritten Teil, denn natürlich haben Gemeinschaften auch ihre Schattenzeiten. Ja? Sie können Konformismus, Gruppendruck, Herdentrieb hervorrufen. Wir kennen da aus der deutschen Vergangenheit sehr unrühmliche Beispiele, ja, wie plötzlich ganze Gesellschaften in sehr merkwürdige Richtungen gelaufen sind. Und auch das muss man ein bisschen verstehen, damit man mit Netzwerken und Gemeinschaften gut umgehen kann. Möchte Sie da jetzt zu einem kleinen Experiment einladen. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Versuchsperson und sitzen in einem Versuchsraum und nehmen an folgendem Experiment teil. Sie bekommen zwei Bilder auf dem Bildschirm projiziert. Auf der einen Seite ist eine Karte mit einem Strich und auf der anderen Seite ist eine Karte mit drei unterschiedlich langen Strichen. Und die Aufgabe besteht darin, Sie sollen jetzt sagen, welchem Strich A, B oder C ist der einzelne Strich identisch. Wenn Sie sich das angucken, na, würde man sagen, naja, Antwort ist in diesem Fall C. Sie sehen, es ist nicht wahnsinnig schwierig. Ja, Sie brauchen keinen Nobelpreis, um das beantworten zu können. Und dann kommt das nächste Kartenpaar und so weiter. Und dieser Versuch ist eigentlich sehr einfach. Und jetzt kommt aber die kleine, es kommt sozusagen der Trick an der Sache. Sie machen diesen Versuch nicht alleine, sondern Sie sitzen mit 100 Menschen im Versuchsraum. Und die geben auch ihre Antworten. Und was Sie nicht wissen, ist, dass diese anderen Menschen keine einfachen Versuchspersonen sind, sondern die sind instruiert vom Versuchsleiter. Und die geben am Anfang richtige Antworten und irgendwann geben sie falsche Antworten. Ja, dann bekommen Sie zum Beispiel dieses Kartenpaar und Sie wollen gerade sagen, ja, C. Und dann sagen plötzlich 99 andere Menschen, ja, das ist B. Und nun werden Sie unsicher. Denken, Moment, kann doch gar nicht sein. Und eigentlich geht es in dem Versuch darum, zu sehen, wie leicht Sie sich von der Mehrheit irritieren lassen, wie leicht Sie sich von der Mehrheit von Ihrer Meinung abbringen lassen. Und das Ergebnis ist ziemlich erschreckend, denn 75% aller Versuchspersonen stimmen mindestens einmal mit der Mehrheit oder mehrmals mit der Mehrheit, auch wenn die Mehrheit falsche Antworten gibt. Und ein Drittel aller Versuchspersonen stimmt immer mit der Mehrheit, auch wenn die Mehrheit völlig falsch liegt. Und dieses Experiment ist natürlich deshalb so aufschlussreich, weil das ja nicht nur eine Laborsituation ist, sondern weil wir das im täglichen Leben permanent erleben. Wir sind immer mit einem Mehrheitsverhalten konfrontiert, das wir mal mehr, mal weniger gut finden. Und dann ist immer die Frage, wie stark lassen wir uns von der Mehrheit mitreißen, ja? Wenn Sie irgendwo stehen und alle ziehen Ihr Handy raus, ja, dann ist die Versuchung sehr groß, auch selbst Ihr Handy rauszuholen. Oder wenn alle bei WhatsApp sind und Sie wollen da eigentlich gar nicht hin, ja, weil Sie dieses Programm und den Mutterkonzern und den Datenschutz nicht so toll finden, aber alle anderen sind bei WhatsApp, dann bleibt Ihnen über kurz oder lang meistens nichts anderes übrig, als selbst auch zu WhatsApp zu gehen. Also die Verführungskraft der Mehrheit ist enorm. Oder wenn Sie in einer fremden Stadt sind und Sie wollen in ein Restaurant gehen, Sie kennen sich nicht aus, wo gehen Sie hin? Gehen Sie dahin, wo es voll ist und wo Sie kaum Platz kriegen? Oder gehen Sie dahin, wo es leer ist und wo Sie leichten Platz kriegen? Natürlich gehen Sie dahin, wo es voll ist, weil Sie denken, na, da wo die Mehrheit ist, die müssen ja wissen, was besser ist. Und also so gibt es 10.000 Beispiele, die zeigen, wie groß die Versuchung der Mehrheit ist. Und dem zu widerstehen, weil manchmal ist es ja ganz gut, wenn die Mehrheit das Richtige tut, aber wenn die Mehrheit in die falsche Richtung geht, dann braucht man die Kraft zu widerstehen. Und das ist häufig schwierig. Und je größer die Zahl der anderen ist, also je größer die Mehrheit ist, umso schwieriger fällt das uns. Auch das zeigt das Striche-Experiment. Wenn da nur 5 andere Leute sind, dann fällt es ihnen relativ leicht zu widersprechen. Aber wenn da 100 Menschen sind, dann fällt es einem zunehmend schwerer, allein gegen 100 Menschen aufzustehen. So, jetzt kommt aber die gute Nachricht.
Denn oft reicht schon ein einzelner Verbündeter, um dem Gruppendruck zu widerstehen. Sie kennen vielleicht diese zwei Herrschaften aus dem Herrn der Ringe. Das ist Frodo, der Held, und sein treuer Begleiter Samwise Gamgee, der ihm sozusagen überall hin folgt. Und weil er den dabei hat, kann er also die unglaublichsten Herausforderungen bestehen. Und auch das Striche-Experiment zeigt, dass wenn Sie in diese 100 Leute einen einschleusen, der auch gegen die Mehrheit stimmt, der muss noch nicht mal die richtige Antwort geben. Es reicht, wenn der eine abweichende Meinung von der Mehrheit formuliert, dann hilft ihnen das schon enorm, bei ihrer Meinung zu bleiben. Ja? Das heißt, so ein Verbündeter ist unschätzbar wertvoll. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil des Vortrags, nämlich zu der entscheidenden Frage, wie handeln wir denn jetzt netzwerkintelligent, wenn wir das alles wissen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben? Was tun wir denn jetzt? Oder wie kann man das umsetzen? Kann man natürlich sehr lange reden. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben. Ich will Ihnen jetzt nur vier wichtige Strategien nennen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer. Aber beginnen wir mal mit der ersten, die relativ schlicht und simpel aus dem Vergangenen folgt. Jeder Held hat einen Verbündeten. Der einsame Held, der im Alleingang die Welt rettet, ist Quatsch. Sie brauchen immer Verbündete. Ja, das zeigt dieses Bild. Und wenn Sie irgendetwas erreichen wollen, suchen Sie sich Gleichgesinnte, die dasselbe erreichen wollen. Ja, das macht die Sache sehr viel einfacher. Ja, wenn Sie also zum Beispiel mehr Sport treiben wollen oder eine fremde Sprache lernen wollen, dann ist es besser, sich Gleichgesinnte zu suchen, die auch Sport treiben oder die fremde Sprache lernen wollen, weil dann verabreden sie sich mit denen und sie haben dann einen festen Tag. Und dieser Gruppendruck, der sorgt viel stärker dafür, dass sie das machen, als wenn sie selbst einen einsamen Vorsatz fassen. Und das gilt für einfache, normal Menschen, genauso wie für sehr große Persönlichkeiten. Sie kennen vielleicht diese beiden Herrschaften, links der Dalai Lama, rechts Desmond Tutu, der inzwischen verstorbene Erzbischof von Kapstadt. Und diese beiden, auch die brauchten Freunde und Verbündeten. Und die hatten im Alter eine unheimlich tolle Freundschaft. Und falls Sie den, es gibt einen Film über diese beiden Herren mit dem schönen Titel Mission Joy, also Mission Freude. Und falls Sie diesen Film noch nicht kennen, kann ich Ihnen den absolut dringend ans Herz legen. Er erzählt im Prinzip die Geschichte dieser Freundschaft und das ist nicht nur sehr berührend, sondern auch sehr, sehr lustig. Also die beiden machen sich permanent übereinander lustig. Also dann sagt der Dalai Lama, ja, also der Erzbischof wäre ein wunderbarer Mensch, wenn er nicht leider Christ wäre. Und Tutu sagt, ja, er ist auch ein toller Typ, wenn er nicht leider Buddhist wäre und so. Also die machen sich permanent übereinander gegenseitig lustig und auch das hat eine ansteckende Wirkung. Also wenn Sie den Film sehen und nicht lachen, dann bekommen Sie quasi von mir das Geld zurück, wenn Sie Geld ausgegeben haben. Also ich finde ihn grandios und der zeigt eben dieses, wie wichtig auch die, selbst für solche Figuren der Austausch mit Gleichgesinnten ist und die Unterstützung, die man dabei erfährt und das Gefühl, nicht allein zu sein mit dem, was man tut. Also suchen Sie die Verbündete, erste Strategie. Zweite Strategie, öffnen Sie Ihr Netzwerk. Also häufig wird das ja irgendwie, ja, man soll netzwerken, möglichst viele Leute kennenlernen, seine Visitenkarten verteilen, sich im sozialen Netzwerk möglichst viele Follower aufbauen. Aber häufig führt das dazu, dass man nur mit Leuten, die gleichen Interessen haben, sich vernetzt. Ja, das ist auch gut, aber die viel bessere Strategie ist es, sich mit Menschen zu vernetzen, die ganz anders denken, die ganz andere Ansichten haben, die ganz andere Dinge machen, die aus anderen Bereichen kommen. Ich habe gesehen, im Publikum sitzt Herr Paulmann, der Gründer der Okeanos-Stiftung, und ich wette, Herr Paulmann weiß ganz genau, wovon ich rede, weil er auch so ein Mensch ist, der in vielen verschiedenen Netzwerken unterwegs ist. Und das hat folgenden Vorteil, dass in diesen unterschiedlichen Netzwerken gibt es unterschiedliches Wissen. Und das, was im einen Netzwerk eine Selbstverständlichkeit ist, das ist vielleicht im anderen eine große neue Erkenntnis, die dort nicht angekommen ist. Und wenn Sie
so ein Mensch sind, der sich in verschiedenen Netzwerken bewegen kann, dann werden Sie zum Brückenbauer und Sie können solche Erkenntnisse weitertragen. Und das ist unheimlich wertvoll, weil es so ein Netzwerk bereichert und letztendlich auch Sie bereichert. Es gibt eine Studie von einem amerikanischen Soziologen, der hat 700 Manager untersucht. Und das Fazit war, dass die erfolgreichsten Manager diejenigen waren mit dem offensten Netzwerk, die also die größten unterschiedlichsten Einflüsse integrieren können. Also es geht nicht darum, möglichst viele Menschen kennenzulernen, sondern versuchen Sie mal, möglichst unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Das erfordert natürlich einen gewissen Mut, auf Menschen zuzugehen, mit denen man sich vielleicht nicht sofort versteht, zahlt sich aber aus, weil plötzlich eröffnet sich möglicherweise ganz neue Welten. Dritter Tipp, nehmen Sie sich ein Beispiel am menschlichen Gehirn. Das menschliche Gehirn ist das erfolgreichste Netzwerk, was wir kennen. Ja, es ist, läuft sozusagen auf 60 Watt und ist 3 Pfund schwer und vollbringt Leistungen, für die Sie sonst Supercomputer brauchen, mit die auf Hunderttausende von Gigawatt verbrauchen. Und die Frage ist, wie schafft das Gehirn das, diese Leistung zu vollbringen? Und ein Geheimnis ist Verbundenheit. Also das Gehirn besitzt ja etwa 100 Milliarden Nervenzellen und die haben, jede einzelne hat 10.000 Verbindungen zu anderen Zellen. Also die haben jede Zelle hat ein wahnsinniges Netzwerk. Ja? Die sind also hoch verbunden. Und dann kommt noch folgender Trick hinzu. Die schaffen es, die totale Demokratie gleichzeitig mit einer totalen Diktatur zu verknüpfen. Und das heißt Folgendes. Wenn Sie beobachten, wie im Gehirn Anweisungen, also wie Entscheidungen getroffen werden, ja, dann stellen Sie fest, dass das immer wieder so einzelne Nervenzellen oder einzelne Regionen sind, die das Kommando geben. Und dann verbreitet sich das wie so eine Kaskade durch das Gehirn. Die anderen Nervenzellen, die folgen und setzen das einfach um. Und das ist eine sehr, sehr effiziente Kommandostruktur. Ja, also Sie haben sozusagen einen an der Spitze, der sagt, wo es lang geht, und alle anderen machen mit. Totale Diktatur. Der Witz ist, dass es in jedem Moment jemand anders sein kann, der das Kommando gibt. Denn es gibt immer diejenige Nervenzelle oder diejenige Region, das Kommando, die gerade das meiste Wissen hat. Das kann mal eine Region im Sehbereich sein, das kann aber auch mal eine im auditorischen Bereich sein, das kann mal im Motorkortex ein Bereich sein, das kann aber auch ein Bereich sein, der eher mit rationalen Erwägungen zu tun ist. Das heißt, es sind immer wieder andere, die das Kommando geben. Und man kann sagen, im Gehirn, da ist die Zelle, die Nervenzelle, die kann in einem Moment der König sein und im nächsten Moment ist sie der Straßenkehrer. Und diese Art von Flexibilität erlaubt es dem Gehirn, nicht nur ganz viele unterschiedliche Situationen zu bewältigen, sondern auch sehr schnell zu bewältigen. Ja? Das heißt, wenn wir das jetzt versuchen, mal auf eine menschliche Gemeinschaft zu übertragen, es muss nicht immer derselbe Chef sein, der sagt, wo es lang geht, ja, der meint, er wisse immer alles, sondern die Kunst besteht darin, immer die Leute zu finden, die gerade das größte Wissen haben und denen dann zuzuhören oder vielleicht denen das Kommando zu geben und eben nicht zu meinen, es müsse immer dieselbe Person sein. Ja, das kann man vom Gehirn lernen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt und damit schließt sich der Kreis dieses Vortrags. Jetzt kommen wir nämlich zur Frage, warum der Einzelne viel mehr bewirken kann, als wir häufig denken. Und die vierte Empfehlung ist, nutzen Sie den Domino-Effekt. Ich hatte Ihnen ja ausführlich erklärt, wie sehr wir uns immer an anderen Menschen orientieren. Ja, das hat auch dieses Striche-Experiment gezeigt oder die emotionale Ansteckung. Die meisten Menschen machen das, was die meisten anderen Menschen in ihrem Umfeld tun. So sind wir. Wir sind eigentlich in den meisten Fällen Konformisten. Weil das aber so ist, können einige wenige, die entschieden etwas anderes versuchen oder etwas anderes propagieren, die können die Mehrheit zum Kippen bringen. Ja, also Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie hier so aufgestellte Dominosteine. Ja? Solange alle dasselbe tun, bleiben alle stehen. Wenn jetzt aber einer entschließt, zu kippen in eine andere Richtung,
dann kippt er den nächsten, der kippt wieder ein und so weiter und am Ende kippt das ganze Ding. Und deshalb können Einzelne, die sehr entschieden auftreten, beziehungsweise Gruppen von Menschen, die sehr entschieden etwas wollen, die können einen sehr viel größeren Einfluss haben, als ihre reinen Quantität entspricht. Auch das ist in wissenschaftlichen Experimenten nachgewiesen. Da hat man nämlich festgestellt, wenn so eine kleine Gruppe so eine kritische Größe von etwa 25% erreicht, ja, dann kann sie die Mehrheit zum Kippen bringen. Und das gilt natürlich für, sagen wir mal, für Klimaaktivisten genauso wie für AfD-Wähler, ja, auch wenn das geht sozusagen in beide Richtungen, rechts wie links, positiv wie negativ, ja, weil die Mehrheit richtet sich danach, was die gefühlt, was die andere Mehrheit tut. Und wenn plötzlich so eine entschiedene Minderheit auftritt und plötzlich so eine Art von Dominanz ermittelt, dann sind viele Menschen, die eigentlich unentschieden sind, die kippen die in die eine oder in die andere Richtung. Und deshalb sind Menschen, die sich trauen, dem Mainstream zu widersprechen und was anderes zu tun, die sind so wichtig, die können manchmal als Einzelperson den Lauf der Geschichte ändern. Aber da gibt es aber eine Einschränkung und die will ich Ihnen nochmal kurz erklären. Sie kennen alle Rosa Parks. Rosa Parks war die Frau, die in den 50er Jahren in einem Bus in den USA sitzen blieb als schwarze Frau und damit sozusagen die ganze Bürgerrechtsbewegung in Gang gesetzt hat, die am Ende zur Aufhebung dieser Rassentrennung geführt hat. Ja, ein tolles Beispiel dafür, wie eine einzelne Person durch ihre Handlung etwas, eine Bewegung auslösen kann. Aber wer von Ihnen kennt Irene Morgan? Irene Morgan war eine Frau, die hat genau dasselbe getan wie Rosa Parks, nur 10 Jahre früher. Auch sie blieb als schwarze Frau in einem Bus auf einem Platz sitzen, der eigentlich für Weiße vorgesehen war. Und sie hat keine Bewegung ausgelöst. Sie wurde verhaftet, sie wurde abgeführt. Es gab zwar unter den Aktivisten, hat das eine gewisse Aufmerksamkeit hervorgerufen, aber nicht in der großen Bevölkerung. Und das zeigt zweierlei. Das zeigt zum einen, das Umfeld muss reif sein. Ja, sie brauchen eine gewisse kritische Masse von Leuten, die das aufgreifen. Ja, wenn sie zu früh kommen als Pionier, kann es sein, dass ihre Aktion verpufft. Ja, sie agieren nicht im luftleeren Raum, sondern sie brauchen eine entsprechend große Resonanz. Zugleich aber ist natürlich auch diese Aktion von Irene Morgan, bei der man jetzt sagen könnte, naja, die ist ja gescheitert, die ist eben nicht ganz gescheitert, weil unter den Aktivisten war das durchaus bekannt. Und es ist sehr gut möglich, dass auch Rosa Parks von Irene Morgan wusste und dass sie vielleicht von diesem Beispiel auch inspiriert wurde, dass also diese Handlung von Irene Morgan mit jahrelanger Verspätung sozusagen dann dort ihr Echo gefunden hat und dann sich ausgewirkt hat. Das heißt, auch da gibt es so eine Art langzeitliche Wechselwirkung, die man nicht unterschätzen sollte. Aber es zeigt eben auch, nicht jede Handlung ist zu jeder Zeit gleich erfolgreich. Ja? Und man muss sozusagen ein gutes Gespür haben, wann ist das Netzwerk bereit, wann gibt es eine große genug kritische Masse, damit etwas kippen kann. So, und damit Sie jetzt nicht denken, Sie müssten jetzt alle gleich eine große soziale Bewegung in die Welt setzen, möchte ich das nochmal ganz runterkochen auf einen ganz kleinen Vorschlag, bei dem Sie den Domino-Effekt im Alltag selbst erproben können. Und zwar ist das der Vorschlag, verschenken Sie einen Blumenstrauß. Einfache Sache, ja, Sie gehen mal nächsten Tag, gehen Sie zu Ihrer Arbeitsstelle, in Ihr Büro oder wo immer Sie sind, und bringen Sie einen Blumenstrauß mit und schenken Sie den Ihrem Lieblingskollegen, Ihrer Lieblingskollegin. Aber jetzt kommt sozusagen der Domino-Trick. Sie müssen ihn nach einer Stunde, muss der Kollege, die Kollegin ihn weitergeben und einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin schenken. Denn wenn wir mal ehrlich sind, über Blumen freuen wir uns natürlich alle, aber vor allem am Anfang. Und dann stellen wir den auf unseren Schreibtisch und dann steht er da und nach einer Stunde sind wir in unsere Arbeit versunken und gucken ihn schon nicht mehr an. Dann wird es Zeit, den Blumenstrauß
weiterzugeben, dem Nächsten zu schenken. Dann freut sich der Nächste und dann soll der ihn nach einer Stunde wieder weitergeben und dann schenkt er ihn vielleicht seiner Lieblingskollegin, die gegenüber sitzt. Dann freut die sich. Und so geht das also durch den ganzen Betrieb. Und schauen Sie mal, wie sich am Ende des Tages die Stimmung verändert hat, wenn also jeder mal für eine Stunde diesen Blumenstrauß geschenkt bekommen hat. Also das ist ein kleines Experiment, um den Domino-Effekt mal auszuprobieren. Und damit komme ich jetzt langsam zum Schluss, zur Zusammenfassung, über was ich gesprochen habe, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Zum einen die Idee, dass wir alle vom Austausch leben. Wir sind Gemeinschaftsindividuen und Glück ist für uns vor allem, hat mit Gesundheit und sozialen Beziehungen zu tun. Wir sind Beziehungswesen, wir brauchen die anderen, nicht nur für unser Glück, sondern eigentlich für fast alles, was wir im Leben tun. Und das Beispiel der Mammutbäume, vielleicht erinnern Sie sich, zeigt, der kluge Egoist denkt gemeinsinnig, weil es das Netzwerk ist, das uns stark macht und alles, was wir ins Netzwerk reingeben, kommt irgendwann auf irgendeine Art wieder zu uns zurück. Also diese im Netzwerk zu denken, ist eine kluge Strategie. Das hat nichts mit karitativer, ich mache alles für die anderen und nichts für mich, sondern es ist letztendlich eine sehr kluge Strategie. Man kann auch sagen, die Caritas wusste das und hat deshalb diesen karitativen Gedanken propagiert. Auch Helden brauchen Verbündete, egal was sie anfangen wollen. Mit Verbündeten geht alles sehr viel leichter und das ist die erste und wichtigste Sache, wenn Sie irgendwas anfangen wollen, suchen Sie sich Verbündete und denken Sie an diesen Art von Domino-Effekt. Auch Einzelne können, wenn sie im richtigen Moment das Richtige tun, Gesellschaften verändern. Manchmal besteht der Domino-Effekt auch darin, stehen zu bleiben als Dominostein. Die ganze Gesellschaft kippt und wenn Sie stehen bleiben und nicht mitkippen, auch das kann etwas verändern. Ja? Das heißt nicht immer kippen, sondern manchmal auch widerstehen. Und wenn Sie trotzdem, so wie ich, manchmal das Gefühl haben, oh, es ist trotzdem alles ziemlich schwer und Veränderung geht unheimlich langsam und man möchte an der Welt und am Fortschritt und an der Dummheit seiner Mitmenschen verzweifeln, dann möchte ich Ihnen zum Abschluss noch dieses Bild mitgeben. Denken Sie an die Baumeister der mittelalterlichen Kathedralen. Die haben damals im Mittelalter Bauwerke in Angriff genommen, die zum Teil Jahrhunderte gedauert haben, bis sie fertig wurden. Und es war völlig klar, als sie angefangen haben zu bauen, war klar, dass sie das Ende dieses Baus nicht erleben werden. Höchstwahrscheinlich nicht. Die konnten nur darauf setzen, dass nachfolgende Generationen weitermachen werden. Die haben das also nicht so sehr gemacht, weil sie unbedingt den Erfolg sehen wollte, sondern weil sie das Gefühl hatten, das ist eine sinnvolle Sache, für die ich mich engagiere. Und ich glaube, gerade heutzutage, in der wir eine Welt erleben, die wirklich wie aus den Fugen erscheint, ist das eine sehr gute Haltung, um trotzdem sich engagieren zu können, auch wenn man das Gefühl hat, das bringt doch nichts und die Gegenkräfte sind so stark und irgendwo komme ich nicht zum Erfolg. Denken Sie nicht so sehr an den Erfolg, sondern denken Sie an die mittelalterlichen Baumeister. Manchmal wurde so ein Bau auch gestoppt. Zwischendrin stand die Baustelle still für Jahre, weil ein Krieg kam oder eine Naturkatastrophe. Und dann wurde er irgendwann wieder aufgenommen. Das heißt, Sie sind nicht alleine für den Bau verantwortlich. Ja, aber trotzdem ist Ihre Aktion wichtig für den Bau. Und wir bauen heute alle an immateriellen Kathedralen mit. Ja, die heißen vielleicht Frieden, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Gleichberechtigung oder wie auch immer. Und auch das sind Jahrhundertbauwerke und keiner von uns kann sie alleine fertigstellen. Was aber nicht heißt, dass es nicht wichtig wäre, dass wir unseren Beitrag leisten. Ja, also nehmen wir dieses Bild vom Kathedralenbau, wenn wir unseren Stein falsch setzen oder wackelig setzen, dann kann das die ganze Stabilität beeindrucken. Ja, und wenn wir ihn richtig setzen, dann können andere darauf aufbauen. Mir hilft dieses Bild sehr, sich immer wieder in den Strom einer solchen großen Sache zu stellen und eben nicht nur sozusagen an mich und meinen persönlichen Erfolg zu denken, sondern daran, dass es gut ist, sich in so einen Strom einzuklinken, in so ein Netzwerk mit Gleichgesinnten, die dasselbe wollen. Denn dann kann man nämlich auch eine Art von Energie erleben, die über die eigene Energie
hinausgeht. Und egal an welcher Kathedrale Sie persönlich mitbauen, ich wünsche Ihnen allen die Erfahrung, dass eine solche Sache eine Kraft und eine Sinnhaftigkeit vermitteln kann, die weit über die Kraft der eigenen Person hinausgeht. Vielen Dank. Damit bin ich am Ende. Bedanke mich sehr fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, ich habe Sie nicht mit zu vielen Einzelheiten und Studien und Details überfordert. Ich freue mich über Resonanz. Ich freue mich auch über Widerspruch. Auch das gehört zum sozialen Miteinander dazu. Häufig ist es ja der Widerspruch, der dann gerade erst interessant wird. Und wenn Sie noch mehr Informationsbedarf haben, das steht alles in diesem Buch, das ich empfehlen kann. Da steht noch sehr viel mehr drin. Vielleicht wollen Sie mal reingucken. Und jetzt freue ich mich aber vor allem auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.